Schmerz machen ihn wieder lebenswert. Warum nehmen wir nochmal den Lift? Hat es sich so gehört. Ich bin in einer Kolonie wie Meridian aufgewachsen. Die Leute hier wollen nicht, dass das UNSC einfach so in ihrer Stadt landet. Sie sehen das als Akt der Aggression. Ja. Oh, Akt der Aggression. Da sind Blutsväter-Schiffe. Was zur Hölle machen die Blutsväter hier? Vielleicht sind noch mehr Leute hinter dem Master Chief hier. Wer auch immer da in meinem Lift ist, identifizieren Sie sich. Hier spricht Spartan Jameson Locke, UNSC. Schläger, alles Amt. Und mit wem spreche ich? Hier ist Governor Sloan. Und Sie können. Der Governor wollte wohl keine Hilfe. Er kriegt sie so, dass. Naja, also der Helm scheint auch unzerstörbar zu sein hier. Also meine schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten sich hier, aber egal. Es ist Halo, da verzeih ich das eventuell mal. Spartans, was zur Hölle macht Spartans hier? Was geht hier vor? Die Meridian-Station wird angegriffen. Sloan versucht Widerstand zu leisten, aber ich habe da oben Familie. Sie sind unbewaffnet. Osiris, die Leute der Station brauchen unsere Hilfe. Was sind denn das für die Station? Ich glaube, das wird das letzte Video. Also Upload-Zeiten, meine Fresse. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn ich jetzt meinetwegen eine Kamera hätte mit 1080p, dann sind die Upload-Zeiten ja noch langsamer. Oder man müsste ein anderes Aufnahmeformat haben. Das ist, glaube ich, wenn man das ist, in einem Format macht, in dem man streamt, dann. Machen Sie auf, dann können wir helfen! Geht das, glaube ich, schneller. Systeme müssen doch abschaltbar sein. Ja, die Bedrohung ausschalten, dann endet die Abregelung. Auf zur Kontrolle. Aktivieren Sie die automatischen Geschütze. Wir versuchen es ja, aber die Tür zum Sicherheitsraum klemmt. Automatische Geschütze können nützlich sein. Ich frage mich, warum mich das so ein bisschen an Destiny erinnert. Das ist ein bisschen. Mach doch hier eine andere Waffe. Ein Springer-Kommando ist mit Verstärkung aufgetaucht. Ja, jetzt müssen wir schon wieder hier alles verteidigen, bis keine Gegner mehr da sind. Thank you.
Oh, ist ja auseinandergebrochen. Sehr schön, das gefällt mir. Sieht aus, als war's das. Spartans. Ich frag mich, warum ihr das so viel Bock macht. Ihre Leute. Ist ja unfassbar. Ich habe bald einen halben Orgasmus, wenn ich Halo spiele. Ist hier irgendwo Munition? Oder eine Waffe? Da muss ich nämlich nicht mit meinen super leeren Waffen hier rumgeistern. Diesmal trotzdem sowieso schon leer, die Waffe. Das ist so ein geiles Spiel. Ich weiß, aber ich suche, ob die Munition hier irgendwo rumliegt. Oder eine Waffe. Vielleicht sogar besser eine Waffe. Obwohl, warum eigentlich? Ich hab durch das Tor aufgemacht, kommt da durch, ihr Idioten. Ich hab extra Waffeln mit Kirschen gemacht und Sahne. Wir sind alle auf Diät hier. Ich hab auch extra koffeinhaltige Brause hier. Auch die Diätversion, ja, extra für Sie, Master Chief, in der Diätversion. Fressen Sie nicht so viele Chips, ich hab da schon oft gehört. Ich weiß nicht, warum mir das so viel Bock macht. Was ist das denn hier? Hab ja so einen super duper Granatwerfer. Was ist das hier? Ich weiß nicht, das bringt mir irgendwie nicht so viel, wenn ich dann super duper Granatwerfer nehme, der aber super duper mäßig nur 3 Schuss hat. Ich frage mich, ob die Fahrzeuge sich ehrlich besser steuern lassen. Aber wenn ich mich da richtig ein... Ach, das war ja das andere Halo. Das war, ich habe bei Halo Reach auch ein bisschen gespielt. Ich finde die Fahrzeugsteuerung schrecklich. Man steuert genauso wie die Figur. Das heißt, ich steuere den Stick, den linken Stick mache ich nach vorne und dann geht er nach vorne. Und genauso steuert man auch die Fahrzeuge. Man steuert das Fahrzeug, indem man den linken Stick nach vorne drückt. Ich bin es aber eigentlich gewohnt, dass ich den rechten Trigger drücke, wo Gas geben. Das so macht Halo Bock. Und nicht durch immer die gleichen Locations. Die Locations sehen auch schön aus. Also mir gefällt es zumindest. Ach, das war dieser Aufzug. Ja, ich frage mich, auf welchem Material er hier, ob sowas überhaupt gehen würde. Würde das gehen, einen Aufzug so hoch zu machen, wenn dieser stabil genug wäre? Um ja, dann aufzugmäßig da runterzufahren. Ich würde mal sagen, ich merke das auch schon da, ich kann gar nicht aufhören zu zocken. Unfassbar. Das passiert mir ganz selten bei Spielen, dass sie so viel Bock machen, dann ließ mich ja dieses große Geschütz, das große Teil daneben. Dass die Spiele mir so groß, so viel Bock machen, dass ich gar nicht aufhören zu zocken. Dann merkt man auch, dass man ein richtiges Spiel hat. Ich habe das ja schon bei einer vermisst auf der Xbox One. Ich habe schon befürchtet, Halo wäre auch noch Müll. Jetzt wenigstens Halo noch ein geiles Spiel. Wieso sehe ich hier nirgendwo eine Waffe? Das finde ich schön, dass man dann hier trotzdem noch rumlaufen kann. Was ist das denn für ein? Ah, das war wohl Munition. Da habe ich 108, also jetzt müssen die Schuss reichen, die ich habe. Das macht so viel Bock, das gibt's gar nicht. Für so eine Spiele zockt man eigentlich. Es gibt Spiele, die spielt man halt. Und es gibt Spiele, da weiß man wieder, warum man zockt. Wegen so eine geilen Spielen. Ich bin jetzt kein guter Spieler. Vielleicht sogar ein schlechter Spieler. Ja, was habe ich denn? Eine Shotgun und das hier. Viel schlechter als das hier. Ach, das ist ein Scharfschützengewehr. Vielleicht brauche ich das ja irgendwann. Das als primäre Waffe, die Shotgun und die andere. Damit haben sie endlich den Bogen raus hier mit dem Halo. Bei Gedönskirchen hast du mich gesehen. Ich glaube, ich beende für heute mal Halo.
damit ich das Spiel nicht zu schnell durchspiele. Weil bei meinem Spielstil ist diese Gefahr wohl sowieso nicht. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ich das überhaupt weitermachen soll, hier auf diese Art und Weise hier, dieses, ja, es artet ja wie ich schon bald im Let's Play aus. Die haben es wirklich geschafft, Halo wieder zu dem zu machen, was Halo ist. Nach dem schwachen Halo 4. Ja, ich bin ja mal gespannt. Die Kanone ist in guten Händen. Das ist übrigens... Das lässt sich nicht gut steuern, das Fahrzeug, sagen wir es mal so. Ich steuere wirklich, indem ich... Das ist so ungewohnt. Man steuert doch in keinem Rennspiel... Jetzt mal ein Schild wieder auf, das wäre nett. Alle tot? Man stört, wenn ich den linken Analogstick nach vorne drücke, dann fährt er nach vorne. Und die Richtung, die, ja, die mache ich durch den anderen Analogstick. Das ist irgendwie gewöhnungsbedürftig, würde ich bald mal sagen. Teufel auch. Die Propaganda über die Spartans stinkt also. Hören Sie, hinter der Brücke, näher an der Stadt, gibt es noch mehr, die Ihre Hilfe brauchen. Wir kümmern uns darum. Na gut, ich öffne Sie. Bilde ich mir das ein, weil ich habe die Serie selten gesehen. Das ist keine meiner Lieblingsserien. Ist das der Synchronsprecher von Dr. House? Oder bilde ich mir das nur ein? Ich meine, es könnte doch sein. Guten
Arbeit, Spartans. Gehen Sie rüber zur Werkstatt. Zilli wird Ihnen aufmachen. Spartans? Heilige. Zilli, die werden sich ihr Spielzeug ausborgen müssen. Was? Sie können damit mehr anfangen als Sie. Bring es among us. Und an dieser Stelle. Wer verfolgt mich denn da? Skorpion bekommen, das ist UNSC-Eigentum. Sicherheitsdienst. Private Sicherheitsfirmen sind auf den äußeren Kolonien keine Seltenheit. So schwer wow. Aber schon. Das macht doch Bock. Das ist Halo. Sicher noch nicht vorbei. Feuerbereit bleiben. Wie geil das alles aussieht. Also das wird von meiner Seite aus geschossen. Super geil. Was soll man da noch zu sagen? Ich will die Videos ja nicht zu lang werden lassen. Sag ich mal, bis zum nächsten Video.